weiß ich nicht. Rollentausch nicht erwähnen? Ja. So. Oh, nicht schon wieder, Alter. Oh. Ich wünschte, wir hätten uns nie getroffen. Oh, das wünschte ich mir auch, Alter. Mach die Beine zu. Alter. Ja, gib mir dein Geld, Alter. Ekelhaft. Oh. Alter, was man in der Nase so ertragen muss, Alter, die ganze Folge lang. Nee, ist ja unfassbar. Myrapla. Geht Zyodas aus? Ich weiß es gar nicht. Na doch. Oh, sogar gut. Sogar gut. Das ist ja super. Ist ja super. Ja, dein Gesicht. So. Was hast du denn da? Ich dachte, fliegen könnte man, indem man viele Vogel-Pokémon fängt, die zusammenbindet und sich dann daran hängt. Was? Warum? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Hä? Alter, was hast du für eine Vorstellung, Junge? Aber es gibt tatsächlich eine Frau, die fliegen heißt. Wow. Wow. Respekt. Welch eine Auffassungsgabe. Super. Wenn ich das so mal eher gewusst hätte. Wozu gibt's eine Schule, Alter? Da wird schon nur Schulen geschwänzt einfach. Wow, was ist hier los? Eine ganze Wingull-Bagage hier. Alter. Es soll eine Höhle geben. Die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Wie die Höhle in wie der Turm in Lavandia. Ob das tatsächlich möglich ist? Geh doch hin und find es raus. Das ist bestimmt so eine, so eine Vogelsucht-Oma, weißt du, die treibt's mit allen Vögeln. Jeden Tag eins. Jeden Tag einer, weißt du. Samstag hat sie dann Vögel frei, weißt du. Samstag hat sie Vögel frei und in der Woche und so auch Samstag, dann nimmt sie jeden Tag einen Vogel durch. Also einen Wingull nimmt sie dann durch. Nur wie die das macht, ich will mir das gar nicht vorstellen. So. Hier ist noch irgendwas. Ah, warte mal. Ich hab doch noch das Kunstrad, ne? Das ist ja geil. Kommen wir ja gleich hier rüber. Und finden nichts. Alter. Habe ich denn wenigstens noch Dings hier? Oh. Das war jetzt rein instinktiv. Das war rein instinktiv eigentlich. Nichts? Okay.
Alter! So, ja, ich, geh dann mal hier hoch. Moin, Alter, was geht's? Was? Dein Gesicht. Yeah! Oh, schau dich nur an! Für einen Abenteurer hast du sehr leichtes Gepäck dabei. Ja, Alter, soll ich mit dem LKW langfahren, oder was? Was geht? Du, Flor! Oh oh. Psycho, mach das kurz und schmerzlos, bitte. Ich will nicht paralysiert, vergiftet oder sonst irgendwas werden. Yeah! Genau. Super. Boah. Roselia! Jetzt kann ich ja meinen Fukano wieder nehmen. Los, Fukano! Juhu! Wer Fukano noch als Pokémon mag, kannst du mir an die Kommentare schreiben, das hätte ich schon vorher sagen müssen. Alter, der levelt ja gleich wieder. Na, Hammer. Yeah. Alter, 800 EP. Level 35. Hallo. Unfälle passieren immer dann, wenn du nicht damit rechnest. Dafür sind es auch Unfälle, ne? Aber wenn man damit rechnen würde, dann würde man das vermeiden. Ist echt, ist logisch eigentlich. Aber Pokémon und Logik, das ist Och nein. Alter, ist ich. Ich bin kotzen. Yay, Brückenspaziergang. Boah, das, die Brücken erinnern mich voll an Omega Rubin, weil ich habe das ja auch. Wobei ich Omega Rubin habe ich ja schon durch. Habe ich schon durchgespielt. Wer besitzt das Wissen und die Technik, um zu überleben? Supermärkte? Oder Menschen, die in Supermärkten einkaufen? Finanzbeamte, die wissen das. Das wissen Finanzbeamte, die wissen wie... die haben das Wissen und die Technik, wie sie überleben können. Weil, ja, wegen Geld... Die wissen, wie sie mit Geld umgehen müssen, weißt du? Deswegen. Zumindest in der Stadt. Eckbert. Dann stell dich in die Ecke und schäm dich, weil du bist ja Eckbert. Alter, das ist schlecht. Egal. Nein, Kap. Oh Mann. Och Mann, jetzt hätte ich wieder. Alter, ich wechsle gleich mein Fukano ein, ganz ehrlich. Das setze ich gleich an erster Stelle. Wenn das so weitergeht. Aber ich muss ja Psycho trainieren. Ich muss ja Psycho trainieren. Das ist halt... Geht halt nicht anders. Ecki Eckbert. Ich besitze nicht genügend Wissen über Pokémon. Ja, wieso hast du denn welche? Alter. Das ist unlogisch, Bengel. Och.
Leute, nicht schon wieder. Nicht noch mehr Leute, das gibt's so nicht. Moin. Was? Moin. Doppelkampf? Egal, wo ich gerade bin. Mein Sonnenschirm habe ich immer dabei. Ich zeige dir meine wahre Stärke und die meiner Vogel-Pokémon. Ja, das ist sehr mich. Naja, mein Dings ist ja mit bei. Hier, mein Vulkan. Ein Fisch. Wasser-Pokémon. Bitter. Sehr bitter. Süßstrahl mache ich erstmal auf Dings. Flammrad mache ich auf Schwarz. Bitte stirb. Yeah! Genau. So, mein Vulkan. Komm. Stirb! Doch nicht. Wo ist das falsche Pokémon angegriffen? Bäh! Ja, ich hab mein, ich hab Matthew jetzt nicht eine eine relativ schwache Attacke einsetzen lassen, weil ich gewusst habe, dass das Kadabra, also das Psycho, das Schwalbus eh besiegt. Deswegen mache ich immer so. Auch wenn es manchmal Risiko ist. Gerade bei höher gelevelten Pokémon. Schirmdame! Pernilla! Was? Pernilla? Alter, was ist das für ein Name? Mein Henry kann ich verstehen, aber... Pernilla? Alter... Aber das ist nicht fair! Uns fehlt das an Potenzial. Vor allem Potenzial. Vor allem fehlt ihm auch der Arsch, so wie es aussieht. Der fässt sich auch gerade dahin, um zu kontrollieren, dass er überhaupt noch einen Arsch hat. Deswegen sagte er ja. Es fehlt ihm am Potenzial. Weiß nicht. Nein. So. Jetzt bin ich auch wieder hoch. Was ist denn hier noch irgendwie? Irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Ja. Ein wildes Pokémon. Och Leute, ist das euer Ernst? Ich hol doch mal ein Pokémon Center, weil wegen den AP. Wegen den KP ist das kein Problem, aber AP schwächelt. Was geht hier ab? Ich mag Kinder, weil ich ein Pedo bin. Die meinen, sie wären Trainer. Lass uns einen Kampf austragen. Meinst du, ich will jetzt mit einem Pedo kämpfen? Weißt du, wie aufwendig das wieder sein wird, das, diesen Pedo-Kopf wieder reinzusetzen? Warum sagst du das? Oh, Doppelkampf. Wenn du nicht auf deine Deckung aufpasst, kommt der Schmerz zu dir. Hä? Unlogisch? Warum? Hä? Ich will das gar nicht wissen. Hitzkopf Patrick und Ninja-Junge Eugen möchten kämpfen. Alter, ein Pedo, Alter, der will kämpfen, okay. Ich verstehe.
Schneckmarken von Hitzkopf Patrick in den Kampf geschickt. Ninjas von Ninja Junge Eugen in den Kampf geschickt. Wo Eugen die denn hin? Haha, wegen Auge. Ja, Feuer gegen Feuer. Ich Psycho weg einwechseln gegen Beppo. Der muss ja auch noch trainieren, weil der ist ja auch wieder ein bisschen underlevelt. Matthew kann Flammenrad den Ninjas entgegenkommen. Ich war kurz weg. War kurz abwesend. So. Psycho erreicht. Level 35. Ich wollte mal... Yay, 34. Super. Beppo, jetzt mal. Smogon. Ich weiß nicht, ob da Matthew mit klarkommt. Ja, es ist so ein Witz, oder? Ist das dein Ernst, oder was? Der Surfer geht ja nicht. Muss wieder alle hitten und... Wäre für Matthew nicht gut. Yeah. Bam! Weg ist er. Der Kollege. 304 EP. Bam! Gewonnen. Und 38 EP. Was? Was war das? Habt ihr es gehört? Ich... Egal. Oh, ein Kamau. Ist das denn ernst? Ist uneffektiv, aber... Was? Alter, wie bescheuert ist das denn bitte? Naja, egal. Gewonnen-hittet. Ja, fast. Na ja, gut, gesackt und hittet. Wusste ja nicht, dass mein Matthew angreift. Naja, was soll's. Gewonnen haben wir alle mal. Das ist wirklich beeindruckend. Vor allem, was du da in der Hose hast. Und das schon als 10-Jähriger. Alter, check deine Optik, Junge. Geh zum Arzt. Oder lass dir am besten deinen Dödel abschneiden, ganz ehrlich. Du bist überraschend gut. Ja, ich weiß es. Weiß, dass ich gut bin. Gerade bei anderen Sachen. Aber als 10-Jähriger kann ich das ja nicht... Ich
mal ganz kurz auf Toilette. Bis gleich.